So, zum Schluss ein bisschen Popgeschichte. Diese Jungs aus Düsseldorf haben uns von Zukunftsmusik schon ein paar Takte erzählt, als der Rest der Welt nicht mehr wusste, wie man künstliche Intelligenz schreibt. Für ihre Welttournee 1991/1981 haben die Musiker von Kraftwerk ihnen identisch nachgebildete Roboter bauen lassen und ließen sich von denen auf offiziellen Terminen vertreten. Heute, mehr als 40 Jahre später, sollen sie persönlich zugegen gewesen sein, so zumindest erzählt es Jenny Rieger von Kraftwerks einzigem Deutschlandkonzert gestern in Karlsruhe. Filmen fürs Geschichtsbuch. Kraftwerk live im Karlsruher Schloss. Historische Band trifft auf historische Kulisse. Die Musiker auf dem Balkon, die Fans im Innenhof. Ein multimediales Spektakel. Live-Konzerte von Kraftwerk sind selten. Dementsprechend hoch waren die Erwartungen im Vorfeld. Das hat dann natürlich geprägt. Dann ging es Radioactivity in 70er Jahren. Ne? Und wir haben in der DDR mit Kraftwerk gelebt. Ne? Die Wurzeln, genau, der Einfluss an die Musik heute. Angefangen hat das Phänomen Kraftwerk so in den 1970er Jahren mit Krautrock. Experimentell, wild. Die Musiker scheu. Fernsehinterviews blieben bis heute eine Seltenheit. Ja. Wir können nicht so gut reden, deshalb machen wir Musik. Und legen mit eben dieser Musik das Fundament für Hip-Hop, Elektro, Techno. Musikarbeiter und Videooperatoren nannten sich die Musiker einst. Und auch heute ist es die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die die Konzerte von Kraftwerk zum Gesamtkunstwerk werden lassen. So selten sie auch sind.